Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von Kurs of Your Tech. Meine Güte, ist das lange her, seitdem das letzte Video rauskam auf diesem Channel. Seitdem hat sich einiges getan. Ich bin immer noch der gleiche und das Team ist auch immer noch mehr oder weniger das gleiche. Am Ende des Videos, ich wollte eigentlich in den Tutorials nichts mehr Internes bekannt geben, weil das soll ja für sich stehen, aber ich mache es jetzt doch noch einmal, hoffentlich zum letzten Mal am Ende des Videos, werde ich ein bisschen was erklären. Jetzt erstmal zu unserem eigentlichen Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr unter Windows 10 zum Beispiel oder Windows Server 2016 oder auch Windows 8.1 euer OneDrive als Netzlaufwerk einbinden könnt. OneDrive ist ja der Netz- oder der Cloud-Speicher von Microsoft, den gibt es ja einmal in der Business-Variante, das ist dann eben OneDrive for Business, und dann gibt es den einmal für Privatkunden, also das ganz normale OneDrive-Gedöns. Und da gibt es einen Sync-Client, da ist es dann so, dass eben die Daten einmal mit einer lokalen Kopie auf eurem Rechner verbleiben und dann eben ins Netz zu Microsoft in die Cloud synchronisiert werden. Jetzt gibt es natürlich Gründe, warum man sagt, ich möchte das Ganze nicht synchronisieren, zum Beispiel wenn man wenig Speicherplatz hat, mit einem Tablet arbeitet, wo eine kleine SSD drin ist oder ein Notebook, dann möchte man natürlich mehr oder weniger die Daten auf dem Server lassen und kann dann eben auch online arbeiten, und das geht über ein Netzlaufwerk, wie man es eben zum Beispiel von einer NAS aus dem Netzwerk, also Network Attached Storage, also von so einem kleinen Teil mit Festplatten drin, was man ins Netzwerk hängt, da kennt man sowas her, oder eben aus dem Business- und Schulumfeld, wo man dann eben auch Netzlaufwerke verwendet, und das geht auch mit OneDrive. Muss allerdings auch dazu sagen, dass die Performance, dadurch, dass das natürlich übers Internet geht und ein anderes Protokoll ist als das Protokoll, was zum Beispiel eure NAS mit eurem Rechner spricht oder auch euer Windows File Server oder Linux, was weiß ich, File Server, ist es ein bisschen langsamer und nicht so performant, aber um einfach mal ein paar Word-Dokumente abzuspeichern oder mal ein Bild abzurufen, reicht es allemal. Wie gesagt, mit lokalen Kopien arbeitet es sich aber trotzdem schneller und besser. Aber ich zeige euch mal, wie das Ganze funktioniert. Als allererstes brauchen wir erstmal ein paar Informationen. Wir brauchen eure Account-ID. Die Account-ID bekomme ich raus, indem ich einfach mal auf onedrive.com gehe, mich anmelde und dann einfach mal in diese File-Übersicht gehe. Also mir einfach mal die Root, also den Hauptpfad meines OneDrives anzeigen lasse, und ich sehe hier oben eine ID nach dem Ist-Gleichzeichen, die kopiere ich mir dann mal weg in der URL. Das ist eure Account-ID, die brauchen wir dann, um das Netzlaufwerk anzulegen. Jetzt gehen wir einfach mal in den Windows Explorer und sehen ja hier unsere, ja, da ist nichts weiter, wir haben unsere lokale Festplatte, wir haben unser CD, DVD, Blu-ray Laufwerk, und jetzt haben wir hier unten Netzwerkadressen. Jetzt könnte ich natürlich hier mein OneDrive hinzufügen, das mache ich auch. Hier sieht man noch eine NAS, die bei mir hier im Netzwerk liegt. Und hoppla, das war ein bisschen zu schnell. Ich gehe hier oben auf Computer, sage Netzlaufwerk verbinden, und dann kann ich dem Ganzen auch noch einen Laufwerksbuchstaben zuweisen. Das, ja, muss man halt überlegen, ist es relevant. Ich hoffe mal nicht, dass ihr sehr viele Sachen an direkte Pfade bindet, weil dann gibt es irgendwann mal ein Chaos. Das macht ja zum Beispiel meine Videoschnittlösung ganz gerne, dass wenn ich dann mal meine Laufwerksbuchstaben verändere, dass ich dann ein riesen Chaos habe und es werden die Quelldateien nicht mehr gefunden. Deswegen muss man halt aufpassen, was man da vergibt. Falls ihr da schmerzfrei seid und nicht vorbelastet, dann könnt ihr da irgendwas nehmen, auch den vorgeschlagenen. Ich nehme hier einfach mal das O für OneDrive, kann jeder machen, wie er möchte. Und jetzt gebt ihr Folgendes in diese Adresszeile hier unten bei Ordner ein. Also wenn es jetzt im lokalen Netzwerk wäre, dann würde ich zum Beispiel, wenn es eine CIFS oder SMB-Freigabe ist, // machen. Aber wir machen das Ganze über WebDev, und WebDev ist ein Protokoll, das funktioniert über HTTPS zum Beispiel, aber auch über HTTP, aber natürlich sicherheitsbedingt macht man das lieber über HTTPS. Das heißt, ich gebe hier ein https://d.docs.live.net und dann slash, und jetzt kommt unsere ID zum Tragen, die wir hier oben haben. Die kopieren wir uns schnell mal raus und fügen die dann einfach nach dem
.NET/ ein und setzen dann noch einen abschließenden Slash und verbinden uns jetzt mal. Und jetzt sollte eigentlich jetzt gleich eine Abfrage kommen nach einem Benutzernamen und Passwort. Und das ist dann eben der Zugang für das OneDrive. Und im Endeffekt ist dann die ganze Sache auch schon abgeschlossen. Genau. Jetzt gebe ich noch schnell meine Zugangsdaten ein. Speichere das Ganze optional. Und wir sehen, unser OneDrive ist jetzt unter dieser Computer als Netzlaufwerk gemappt, hat den Laufwerksbuchstaben bekommen und ich könnte das Ganze jetzt auch noch umbenennen. Das machen wir auch mal. Wir nennen das alles jetzt OneDrive und haben jetzt ein Laufwerk O mit OneDrive. Und lasst euch nicht von dieser Speicherplatzanzeige verwirren, die passt hinten und vorne nicht. Und wir könnten jetzt hier auf die Ordner zugreifen. Wir können mal vergleichen, wir haben hier Dokumente, E-Mail-Anhänge, Malware-Tests, Pictures und auch diese Ordner finde ich jetzt hier auf meinem Netzlaufwerk. Jetzt könnte ich hier zum Beispiel eine TXT-Datei anlegen, das mache ich mal ganz kurz für Demo-Zwecke und da merkt man schon, dass die Performance jetzt nicht die allerbeste ist und wir speichern das Ganze jetzt mal ab. Und dann sollte diese Datei auch gleich auf der Web-Oberfläche auftauchen. Hier ist sie schon. Ich mache die mal ganz kurz auf. Und dann sehen wir, dass da drin Test steht. Wenn es lädt. Genau, Test. Also ihr seht, small and simple, das Ding funktioniert. Ich kann es für ein paar Anwendungszwecke verwenden. Grundsätzlich muss ich euch aber sagen, dass ich prinzipiell lieber mit den Dateien offline auf dem Gerät arbeite. Ja, offline sagt ja schon alles, da bin ich viel flexibler, kann auch mal ohne Internetzugang arbeiten. Da bin ich eben darauf angewiesen, dass ich immer eine ständige Internetverbindung habe zum Server. Ich kann natürlich auch mit ein paar Tricks arbeiten, ich kann die Sachen natürlich bei mir lokal auch zwischenspeichern. Aber prinzipiell ist natürlich die Synchronisation über das Synchronisationsprogramm von OneDrive wesentlich komfortabler. Aber es gibt durchaus Use Cases, Anwendungsbereiche, in denen sowas vielleicht auch Sinn macht, das als Netzlaufwerk einzubinden. Deswegen habe ich es jetzt einfach mal gezeigt. Ja, last but not least, ich möchte noch ein paar Infos loswerden bezüglich unseres Channels, was jetzt hier abgeht, warum so lange keine Videos kamen. Der Grund ist ganz einfach. Wir haben jetzt wirklich wahnsinnig viele Projekte außenrum um dieses ganze Course4U-Tech gehabt. Course4U-Tech ist ja nur ein Bereich bei Course4U. Wir sind aktuell dabei, noch für Geschäftskunden oder ja für den Small-Business-Bereich ja ein Unternehmen zu gründen, da irgendwelche Produkte auch anzubieten. Ich sage bewusst erstmal irgendwelche. Und wir sind auch dabei, unsere Website komplett neu aufzustellen. Da weiß ich noch nicht, inwieweit ich da was spoilern kann und werde. Das kann ich derzeit noch nicht sagen. Aber wir sind dabei, das Ganze ein bisschen neu aufzustellen. Auch was die Organisation intern angeht, wird es ein paar Veränderungen geben. Oder die gab es auch schon. Und deswegen ist es im Moment mit Videos ein bisschen schlecht gewesen. Aber es kommen jetzt Videos. Und da auch nicht erschrecken. Es gibt einige Videos, die sind ziemlich lange schon vorproduziert worden. Aber war noch nicht in der Post-Production. Ein Video ist, glaube ich, im Juni letzten Jahres produziert worden, glaube ich, oder irgendwann im Sommer. Und das ist jetzt erst in der Post-Production, weil es wieder entdeckt wurde. Und ja, und jetzt kommt es dann irgendwann die Tage online. Ist aber nicht, ist kein aktuelles Thema oder kein Thema, das an Aktualität verliert. Das ist ein Tutorial, deswegen ist es unwichtig, aber nicht wundern, wenn ihr dann mal ins SysTray schaut, wann das Ganze aufgenommen wurde. Das ist schon alles richtig so, das ist wirklich vorproduziert gewesen und ist irgendwie nicht in die Post-Production gekommen aus irgendwelchen Gründen und jetzt ist es eben soweit. Ja, das sind die Infos von meiner Seite, was im Hintergrund so alles abgeht. Auch ein Dank geht natürlich raus an alle, die uns in den letzten Monaten noch abonniert haben, sogar in der Zeit, wo keine Videos kamen und natürlich auch ein Dank an alle, das sind auch natürlich die Abonnenten mit, die unsere Videos so fleißig angeklickt haben, denn wir haben jetzt die 200.000 View-Marke geknackt mit dem Tech-Channel. Da freue ich mich auch wahnsinnig drüber. Und
das zeigt natürlich, dass das Interesse sehr groß ist, auch wenn uns natürlich klar ist, dass das ja Hauptinteresse natürlich auf IT-Security liegt, aber wir können jetzt nicht nonstop IT-Security-Themen liefern. Das wird immer mal wieder was geben und da sind wir auch nicht müde dran und ich vor allem auch nicht, da irgendwelche Sachen rauszusuchen und die zu präsentieren. Aber eben manche Sachen, erstens mal können wir die gar nicht realisieren, weil die einfach ja nicht im Rahmen unserer Möglichkeiten liegen, sei es jetzt finanziell oder einfach von der Manpower und vom Know-how her. Oder es machen andere halt einfach, können das viel besser machen und kostengünstiger als wir. Und ja, und manche Sachen, sag ich mal, die kann ich einfach nicht präsentieren, weil die wären viel zu dröge, zu langweilig, das würde dann keiner gucken. Aber wir bemühen uns natürlich, die Sachen möglichst schmackhaft aufzubereiten. Natürlich soll das Niveau auch nicht deswegen ziemlich niedrig sein. Das soll natürlich alles auf einem guten Niveau liegen. Keine Angst, aber wir wollen das natürlich so aufbereiten, dass man das auch mal durchaus angucken kann. Da liegt auch, uns liegt da auch dran, dass die Videolänge nicht allzu lang ist. Deswegen, wir sind jetzt hier schon wieder bei 11 Minuten. Das ist jetzt das Rohmaterial. Mal gucken, was das in der Postpro dann wird. Aber wir versuchen das möglichst immer unter einer Viertelstunde alles einzudampfen, weil das sonst eben etwas aus dem Ruder läuft. Das nur zur Info. Wir sind auch offen für Vorschläge nach wie vor. Wenn ihr irgendwas habt, irgendwelche Themen, irgendwelche Sachen, die ihr vielleicht entdeckt habt, wo ihr sagt, hey, ich habe da irgendwie auch im Hinblick auf Windows, da bin ich ja auch immer ganz scharf drauf, irgendwelche Tipps und Tricks zu zeigen oder eben solche Geschichten, die jetzt nicht so alltäglich sind wie dieses Laufwerksmapping von einem Netzwerkspeicher oder OneDrive-Speicher, dann schickt uns das einfach und sagt, hey, ich habe da was entdeckt, mach da mal ein Video draus, dann gucke ich mir das an oder jemand anderes von uns guckt sich das Ganze mal an und dann entscheiden wir, ob wir da draus was machen. Aber prinzipiell sind wir da sehr offen und da bin ich auch immer auf der Suche nach solchen Geschichten, die man eben mal schnell zeigen kann, aber die eben nicht jeder weiß und wo es manchmal ja auch gar keine Video-Tutorials dazu gibt, weil keiner den Bedarf gesehen hat zum Beispiel. Und so könnt ihr dann eben bei uns mitwirken sozusagen als Zuschauergremium und könnt uns da eben Input liefern. Nach wie vor auch, wir bieten auch an, dass jemand uns komplette Beiträge einsenden kann. Also falls ihr da Interesse dran habt, wir sind nach wie vor als kursofyou.com ja ehrenamtliche Leute, die das machen, natürlich vorwiegend ITler, also Leute, die auch ihren beruflichen Schwerpunkt oder sei es ihren studentischen Schwerpunkt im Bereich IT haben, sind wir natürlich auch interessiert, dass sich da Leute mit engagieren am Projekt und das Ganze ist natürlich alles nicht kommerziell, bis auf das Unternehmen, das hat aber mit QSO4U ja im Prinzip nichts zu tun, weil die Videos, die werden natürlich weiterhin hier in unserer Freizeit produziert und das hat mit der späteren, mit dem späteren Unternehmen relativ wenig zu tun. Da gibt es relativ wenig Überschneidungspunkte. Zumindest was YouTube angeht, gibt es da keine. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, ihr seid jetzt wieder up to date. Schickt uns euer Feedback. Guckt auch mal auf den Gaming-Channel. Das ist auch so ein kleines Baby, das wir natürlich alles privat so ein bisschen betreiben. Im Moment Georg und Andy hauptsächlich, die ja ihre Sendung, ihr Format Once a Month da veröffentlichen. Guckt da mal vorbei, die hatten jetzt neulich ein lustiges Spiel, das Andy in den Wahnsinn getrieben hat. Das hat mich auch sehr amüsiert. Falls euch das interessiert, guckt mal vorbei, lasst da vielleicht auch mal ein Abo und ansonsten sehen wir uns die Tage schon wieder mit vorproduziertem Content zum Thema IT. Bis dahin, euer Steffen Kolb von QSO4U Tech. We'll be right back.